Hallo, heute geht es mal wieder um das Gold. Das Gold wird vielerorts besprochen. Ist das eine langfristige Trendwende, wie auch immer? Die Zentralbanken der diversen Länder würden sich hier und da mit eindecken. Ich lasse das mal unkommentiert. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, ob das stimmt oder nicht. Die COT-Berichte sind positiv. Ich mag Gold. Bei mir war das kurzfristige Ziel, sind auf jetzt noch 3 Monate, ist nach wie vor so bei 13,75 ungefähr. Ich finde es insgesamt positiv. Was mir gut gefällt ist im Gold, das zieht dann mal schnell an. Das sieht man hier bei solchen Bewegungen hier oder auch hier unten auch. Hat dann so 4-5 Tage so ein richtiges Aufkeimen und dann tendiert es zu einer leichten Seitwärtskorrektur. Ja, das haben wir hier, das haben wir hier. Da sind wir jetzt momentan auch drin. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit Sie es besser sehen. So. Dieser Bereich hier, das war das letzte Hoch bei 1.323, haben wir jetzt zweimal gesehen. Und das kommt auch vom Mai letzten Jahres. Das ist also diese graue, etwas dickere Linie. Das wäre für mich der Punkt der Initialzündung, der durchaus so aussehen kann. Ja, so oder so, dass das nochmal kurzfristig 4, 5, 6, 7 Tage Gas gibt. Soweit ist es noch nicht. Das hier ist der ganz lange Trend vom Downtrend, ja, von 1900 Ungrad. Dollar, nicht Jahreszahl. Wir sind jetzt an diesen Punkt rangegangen, der wie gesagt von hier kommt, und korrigieren nochmal auf das Band. Wir waren noch nicht mal unter der 1300. Hier ist die 20-Tage-Linie. Sie hat durchaus die Berechtigung, also das Gold, die Unze, da nochmal hinzugehen. Die liegt im Moment bei 1301. Und das wäre dann auch hier der alte Widerstand, der jetzt ja als Support dient. Das ist in Ordnung. Aber das eigentliche Kaufsignal entsteht erst mit Überbieten des oberen Bollinger Bandes hier, beziehungsweise des Trends bei 1.323. Ich werde Ihnen zwei Möglichkeiten nennen. Die eine ist ziemlich heiß, hier direkt unten drunter, also ganz grob 1.290. Dann nennen wir die gleich mal zum Beginn. Das ist dieser Schein hier. Ein Open-End-Schein von Goldman, 1290,45, ändert sich jeden Tag ein kleines bisschen nach oben. Das ist fast ein 60er Hebel. 1290, da sind wir ungefähr hier. Der hat also schon genügend Abstand zu diesem jetzt wieder oder Unterstützung und zur 20-Tage-Linie. Der ist sehr interessant in dem Moment, in dem wir hier drüber gehen, über die 1323. Das ist die GA1Y3C. Wem das zu heiß ist, und das kann ich durchaus verstehen. Also ein Hebel von 60 ist, das ist keine Faschingsparty, wo wir jetzt wieder in diese Saison kommen. Dann könnte ich mir sowas hier vorstellen. Das ist ebenfalls ein Open-End-Schein mit der Basis 1272. Der hat auch noch einen 32er Hebel. Und der liegt hier unter diesem Chart-Support, unterhalb des unteren Bandes. Das ist auch eine recht interessante Geschichte. Der Hebel dürfte dann sein so um die 28, wenn wir den Punkt hier oben rausnehmen. Und das ist die GA05J9 von Goldman Sachs. Die technischen Indikatoren haben sich in dieser jetzt so seit ganz grob 10 Tage dauernden Seitwärtsphase schon insgesamt ziemlich deutlich abgebaut. Hier über das MACD, hier über die Stochastik. Also ich bleibe grundsätzlich positiv für das Gold mit Ziel hier so 13,75. Aufsicht der nächsten 3 Monate. Deswegen nenne ich jetzt auch gar keinen Put. Es würde wirklich erst schwieriger werden oder andersrum, diese Aufwärtsbewegung hier würde dann negativ werden, wenn wir unter der 1272 sind und schließen. Aber ich finde nach wie vor, das ist hier eine ganz gesunde kleine Seitwärtsphase. Alles baut sich ab. Ich mag das. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.